An manchen Tagen wundert man sich wirklich, was da so im Fernsehen läuft. Und wir machen dieses Wundern zum Programm. Willkommen bei Echt Jetzt. Wir suchen Woche für Woche die skurrilsten Themen und garnieren sie mit prominenten Gästen, die diese Themen wiederum zerpflücken. Und das sind diese Woche. Er kam, er sah, er siegte. Und das, obwohl er ein Brett vor dem Kopf hat. Aber nur wortwörtlich. Snowboarder Benjamin Karl fuhr nicht nur 5 Weltmeistertitel ein, sondern gewann auch über 15 Weltcuprennen und sackte 2 Olympiamedaillen ein. Er sagt, wer was erreichen will, muss seinen Arsch hochkriegen. Und den präsentiert er manchmal in voller Pracht auf Social Media. Nein, nicht aus Selbstverliebtheit, sondern als Motivation für andere. Mit Athletic Heroes hat er eine Plattform geschaffen, mit Hilfe dessen sich auch Normalos zum gesunden und fitten Körper schwitzen können. Im Schweiß ihres Angesichts stand auch ORF-Moderatorin Nina Kraft. Nicht nur, weil sie Saunaaufgüsse mit Zitrone liebt. Bei Dancing Stars glitzerten die Schweißperlen im Training mit ihren funkelnden Paletten um die Wette. Ihr Fleiß machte sich bezahlt. Sie avancierte zum Publikumsliebling bei Dancing Stars. Ihr Ausscheiden vor dem Finale? Ein kleiner Skandal. Doch nichts, wovon sich Nina Kraft nicht schnell erholt. Ihr Name ist nämlich Programm. Neben ihrem Job als Moderatorin arbeitet sie auch als systemischer Coach und hilft Menschen, über sich hinauszuwachsen. Streng genommen tut das der Herr Direktor Stefan Haider auch. Denn als studierter Theologe lehrt er an seiner Schule vor allem eines: Humor. Kommt er in die Klassen, schreien die Kinder nicht Oder, sondern Halleluja. Immerhin bekommen sie das gratis, wofür andere Karten kaufen. Einen geistreichen Humor, himmlische Pointen und witzige Songs mit Wortwitz, die nicht nur Musik in Gottes Ohr sind. Aktuell zu sehen ist er mit seinem neuen Programm Sing Halleluja. Ob auch Aida Los den Segen von oben hat? Wenn der liebe Gott schwarzen Humor schätzt, dann ja. Ihre Zunge ist so scharf, dass sie ihrem Publikum die Tränen in die Augen treibt. Sie sagt über sich selbst: Ich habe größtenteils Talente, die zwar Eindruck schinden, aber sinnlos sind. Ja, Aida ist eine Künstlerin der Untertreibung. Denn ihr Talent wird in den ORF-Shows, die Tafelrunde, Kabarett im Turm oder Was gibt es Neues genauso gefeiert wie auf der Bühne. Und ab März ist sie mit ihrem neuen Programm Arbeitslos zu sehen. Ein Widerspruch in sich? Ja, aber dafür ist Aida Los nicht nur bekannt, sondern vor allem beliebt. So, jetzt habe ich euch aber genug Honig ums Maul geschmiert. Wir reden jetzt tatsächlich Tacheles, denn euer Können und eure Kreativität sind rein gar nichts zu diesem Österreicher. Es beginnt wie ein packender Agenten-Thriller. Die Übergabe erfolgte im Verdeckten. Das Equipment durfte nicht in falsche Hände gelangen. Kabellose Kopfhörer, kaum 2 mm groß. Minikameras, die in die Kleidung gewebt wurden. Powerbanks und mobile WLAN-Router, klein genug, um sie am Körper zu tragen. Das Schwarzgeld besiegelte den Deal. Immerhin ging es um eine schwierige, ja fast unmögliche Aufgabe. Die Führerscheinprüfung. Kein Scherz. In Graz flog nun ein Möchtegern James Bond auf, dessen Betrügereien sich erst dank Ermittlungen des LPD als Mission Impossible herausstellte. Well played, Bond. Doch lange war es gut gegangen. Über 65 Führerscheinanwärter hatte er ausgestattet und sie als Stimme im Ohr durch die Theorieprüfung geschleust. This sign means area of worship ahead. Bis er von der Polizei ausgebremst wurde. Klick, klick. Für den Betrüger klickten also die Handschellen, für seine Schützlinge heißt es runter vom Gas. Ihre 2000 Euro an den Betrüger sind futsch und der Lappen auch. Ich habe erst gerade den Führerschein gemacht, ich schweige zu diesem Thema. Wie viel hast du bezahlt, ist die Frage. Sagen wir mal so, ich hatte so viele Fahrstunden, dass ich weit über 2000 Euro gekommen bin. Bei mir ist auch noch nicht so lange her, dass ich einen Führerschein gemacht habe. Und ich war auch weit über 2000. Ich kann nicht genau sagen, wie viel es waren. Wie viel? 3250 Euro. Da hätte sich das wohl mehr ausgezahlt. Sie haben mich nur durchgelassen, weil sie Angst hatten. Also ich habe den Führerschein hochschwanger gemacht in der 38, ich war 38 plus 4, für die, die nicht wissen, was das heißt. Das heißt, es könnte jeden Augenblick soweit sein. Wann hast du den Führerschein gemacht? Wie alt warst du denn? 34. Ah, ja. Ich war zum zweiten Mal schwanger, ich war 34 und die haben sich gedacht,
bevor ich die jetzt durchfliegen lasse. Und die kriegt in den Zorn. In ihrem das Zorn sind die genau die, hinter denen ich heute nachgefahren bin. Und das ist eine Katastrophe. Also da und ist, deswegen fast zu spät warst. Da ist wirklich, da, also da, ich hab jetzt habe ich Angst. Also ja. Fahren wir eh nicht zur gleichen Zeit. Jetzt verlassen wir wenn nicht zur gleichen nicht Zeit. Wenn du mich nicht nach Hause bringst, dann fahren wir nicht. Aber ich verstehe dich, mir zeigen ständig Leute den Vogel. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich denke mir dann, Licht eingeschalten. Sehe, passt eh alles, aber ständig fährt jemand so an mir vorbei und ich habe keine Ahnung warum. Aber ich muss sagen, hätte ich das, also es zu meiner Zeit gegeben, also das ist jetzt noch nicht so lange her, vielleicht hätte ich das sogar in Anspruch genommen, weil die theoretische Prüfung war zart, oder? Das ich erschrecke immer, wenn alle erzählen, sie haben den Führerschein in Euro gemacht. Ich habe den in Schilling gemacht. Der hat 12.000 Schilling gekostet. Und das war gerade so ein blöder Übergang, wo man mehr Stunden machen hat müssen. Also mein Bruder, der 2 Jahre älter ist, der hat noch mit 8 Stunden den kompletten Führerschein gehabt. Und da war es dann noch einigermaßen günstig. Und ich habe dann schon 20 Stunden machen acht müssen. Stunden, ja. Sasa. Genau. Acht Stunden habe ich gerade mal zum zweiten Gang geschafft. Ja, da fährt man damals noch mit 0,8 von Anfang an fahren dürfen. Das wahrscheinlich. Aber ich weiß gar nicht, warum alle so viel Angst haben vor der Theorieprüfung, weil ich bin beim praktischen Teil durchgefallen. Wirklich? Ja. Wie oft? Ich war ein bisschen einmal nur. Ah, okay. Ich auch. Was glaubst du, was war schuld? Bannendreieck. Wie? Einparken. Nein? Bannendreieck. Nein. Überholen. Kommt keiner drauf. Der Prüfer war nicht angeschnallt. War zu schnell. Zu schnell. Zu schnell. Ja. Ja. Aber ich stelle mir das gerade so arg vor, wie du den Führerschein machst und schon irgendwie drüber bist eigentlich und die legen die Sitze mit Plastik aus, weil es kann einfach jederzeit die Bruchblase platzen. Und sie denken sich, wir wollen diese Frau einfach nur so schnell wie möglich. Ja, das wollten sie von Auto, Anfang an. Das ist kein Geschichtel. Nach meiner ersten Fahrstunde hat mich der Fahrlehrer angeschaut und hat O-Ton zu mir gesagt, wann Ihnen Ihre Gesundheit und die Gesundheit ihrer Mitmenschen am Herzen liegt, lassen sie es bleiben. Und wenn sie weitermachen, bitte, das geht nicht mit die Böck. Ich habe mich gewusst, wie gesagt, man kann mit High Heels nicht Auto fahren. Sie können da mal gehen mit den Schuhen. Was ist der Autofahren? Also ich meine, so einer war das. Die haben da nur einen Führerschein gegeben, weil sie... Weil ich hochschwanger war. Nein, weil sie geglaubt haben, dass du die nie in ein Auto einsteigen traust allein. Wahrscheinlich. Der Gurt war schon. Ich traue mich schon, die Beifahrer. Bei denen ist sie. Meine Mutter macht mal Luftbremse. Wie ist das denn in der Schule? Also, ich kann mich erinnern, ich würde mal behaupten, dass ich die Hälfte meiner Schulzeit geschummelt habe. Die andere Hälfte war einfach, das sind Fächer, die mir gelegen haben, da musste ich nie was lernen. Ist das immer noch so schlimm? Ist das sogar jetzt, glaubst du, sogar schlimmer mit den Handys? Nein, die Handys sind überhaupt kein Problem, weil die kriegt man eh abgenommen. Und auch wenn man am Computer schreibt, ist kein Problem, weil da gibt es Sicherheitsprogramme, da kommt man nirgends hin. Ja, also es ist immer noch das gute, alte, analoge Schwindeln. Und ich gebe den Tipp immer gern auch öffentlich, damit man eventuell nachmachen kann. Ich finde, am besten ist, weil bei so schriftlichen Prüfungen, Sprachen und so weiter, dass die immer Wörterbücher. Mhm. Ja, und die sind ja irrsinnig dick. Und wenn du da irgendeinen Code ausdenkst, sagen wir, du fangst auf der Seite 334 an, dann machst du 435 weiter und so weiter und schreibst innen hinein einen Aufsatz oder was auch immer, das findet nie wer raus, weil die Beutel nur beim Vorher schauen, ob die irgendwie gespickt sind. Beutel sind wir durch, machen so und so, das können sie nie das finden. Ist gescheit, aber du kriegst halt deinen Aufsatz auch nicht fertig in der Zeit. Doch, du musst dann nur deinen Code wieder abrufen können. Du brauchst einen Schummler für einen Code, ja, damit also, du das merkst, wie das System funktioniert. Wenn du dir nicht einmal den Code von deinem Schummler, dann merkst du dann, hast du nicht verdient, dass die einfach schaffst. Aber also, ich habe durch Schummler schreiben dann auf einmal die Aufgabe lösen können, weil wenn ich mal was niedergeschrieben habe, war es eh schon wieder durch eigentlich. Es war umsonst. Ja, das ich ist war die Schummler-Königin und bei mir haben sich alle immer die Tipps abgeschaut. Also super war, also wir durften Getränke stehen lassen. Das heißt, wir haben die Cola-Etiketten, also Getränke-Etiketten neu ausgedruckt. Mein Papa hatte eine Druckerei, der hat sich immer gedacht, guck, was haben die schon wieder für ein Bastelprojekt? Und dann haben wir das in derselben Schrift. War ganz stolz auf die wahrscheinlich, weil du so total kreativ bist. Und, so. Ja. Und haben wir es immer draufgeklebt. Dann Klassiker, diese Papierunterlagen, so vollschreiben, dass er nicht checkt, also der Lehrer oder die Lehrerin nicht checkt, dass da eigentlich Formeln oben stehen. Also ich war wirklich die Queen. Bei uns war es der Bleistift. Ich weiß, ist das noch? Aber da geht nicht für Bleistift, auf. Ja. Und
Also da rollst du so zusammen und dann ja. ist das wie so ein Ding, das wird immer länger. Genau. Und ich habe mir gedacht, bei euch waren es immer die Stutzen, weil da hat sich der Lehrer nicht drunter reinschauen ja. getraut, oder? Sag und in der heutigen Zeit ja. MeToo schon mal gar nicht. Mhm. Strumpfhosen hatten wir auch, genau. Diese ja. handgroßen Zettel, also die man wirklich so in die Handfläche bringt, muss man schauen, was man raufbringt. Und die kann man nämlich, also wenn man mit Bleistift schreibt, im schlimmsten Fall auch essen. Ja, also wenn man wirklich dann schon überrascht worden ist und man nimmt ihn dann schnell, also... Erzählst du jetzt aus einer eigenen Erfahrung, wie oft alles, hast du alles, was ich schon erlebt habe und dann kommt irgendein Kollege oder Kollegin... Aber du bist doch Religionslehrer, wer schummelt in Religion? Rektor, bitte. Oh, das sagst du, sagen Sie erst jetzt? Wahnsinn. Na, aber dann kommt der Kollege und Kollegin und sagt, was ich glaube, der hat geschwindelt. Ja, und sage ich, und wie, ne? Der hat den Zettel geschluckt. Sag ich, ja, das können wir jetzt ganz schwer herausfinden. Ja. Also das ist auch noch so ein ziemlich sicherer Tipp. Aber man macht schon manchmal beide Augen zu als Lehrer, oder? Also man will ja auch keine Scherereien, denke ich mal. Also ich als Lehrerin, ich würde echt schummeln. Ich glaube, es ist wie als Eltern. Bevor ich da hingehe und sage und Ding und das ist ja alles Drama. Nein, man das ist schon immer die falsche für den Job. Ja, immer Fair Play, wir schwindeln nicht. Achso, okay. keiner schummelt. Ich bin immer, wenn ich geschummelt habe, habe ich mir einen Rock angezogen und dann haben sie schon beim Einigen gewusst, dass ich einen Schummler dabei habe. Unglaublich. Kurze Frage, Führerschein, darüber haben wir gesprochen. Geschummelt oder nicht geschummelt? Ungeschummelt. Ja. Ungeschummelt. Ja, also ich habe nicht geschummelt und ich habe es auf Anhieb geschafft damals, ja. Also weißt du musst schon aufpassen, als Lehrer ist man schon unsympathisch, als Direktor noch eher und jetzt hast du noch nicht mal geschummelt. Hast du zumindest in der Schule geschummelt? In der Schule habe ich geschummelt, ja, immer wieder mal. Okay, gut. Du lässt dich nicht, zwingen zu einer Antwort, sag's ehrlich. wenn du nie geschummelt hast. Deswegen ist Religionslehrer geworden, ja, weil du ja. das ja. Gesicht waren vor den Schülern. Was gab's ja, ich glaube, also das wird uns immer verlieren den Respekt. Sagen, wenn man ja, sagt, ja, ich habe noch oder kriegt er dann Respekt, weißt du? Das wissen wir nicht. Aber das müssen wir jetzt kurz diskutieren. Ruf mal an bei den Schülern. Ja. Wir rufen jetzt bei den Schülern an. Nein, wir machen was anderes. Zu lügen, zu betrügen, das gilt jetzt verwerflich. Interessant ist allerdings, warum hören wir dann über 200 Unwahrheiten pro Tag? Entweder lügen wir richtig gut oder wir glauben einfach zu viel. Ich möchte euch auf die Probe stellen und wir probieren das einfach aus mit unserer ersten Spielrunde. Mhm. Dachten Sie wirklich, Sie sind hier zum Spaß? Da haben Sie recht. Denn wenn das Telefon dreimal klingelt, dann wird vor allem eines geschrien. Servus, René. Allerdings vor Lachen. Denn Ihre Aufgabe wird es sein, einen prominenten Freund oder Freundin aufs Glatteis zu führen. Du erwischt mir falsch, du bist doch gemein. Viel Spaß. Hallo? Beim Telefon-Terror. Wie viel bin ich wert? Was bin ich mir selber wert? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich werde Sie finden. Ja, ich werde euch auch finden. Die liebe Florentina hat euren Namen auf Karten geschrieben. Und ich werde jetzt eine Person ziehen, die den Telefonterror machen muss. So schön, das schaut aus wie schon beim Geheimagenten. Ich freue mich drauf. Ich glaube, sie hat es nämlich noch nie machen müssen in der Sendung. Die liebe Aida. Hast du dein Handy dabei? Zufälligerweise ja. Ja? Hier ist es. Wir haben alle unser Handy dabei. Ja, ich habe euch vorher alle gesagt, alle Handys müssen mit. Hätte ja jeden treffen können, aber jetzt sind wir gespannt. Ich soll einen Promi anrufen. Du musst einen Freund anrufen oder eine Freundin, prominent bitte. Ja? Also wir wollen ja einen Spaß daran haben. So, deine Aufgabe ist folgende. Du musst einen prominenten Freund, eine prominente Freundin anrufen und erzählst ihm, dass du deinen Führerschein verloren hast. Ja. Du sitzt jetzt gerade in der Fahrschule und sie müssen eine neue Evaluierung machen von deiner Psyche. Du musst ein paar Fragen beantworten. Du sitzt ganz allein in dem Raum, musst sie beantworten und er oder sie muss dir helfen, jetzt nochmal zu schummeln. Okay. Warum du den Führerschein verloren hast, das kannst du dir ausdenken. Okay. Aber du musst jemanden zu einer Straftat anstiften. Okay. Alter Schwede, Gott sei Dank hast du einen Profi erwischt. Wen rufst du an? Also, ich überlege gerade, wer ist denn gut dafür? Der Martin vielleicht? Leutke? Martin, der war schon mal in der Sendung. Der wird nicht glauben, dass wir ihn anrufen. Glaubst du? Ja. Soll ich den Martin Oberhauser anrufen? Der ist nämlich Fahrprüfer auch. Ah, Schauspieler und Fahrprüfer. Ja, Schauspieler und Fahrprüfer. Du darfst ja auch... Und leichtgläubig. Und ist ein Skorpion. Ist ein Skorpion. Und mit einer Perserin verheiratet. Na, der ist...
Nein. Ich glaub, wenn der für ist. Wurscht, ich probiere es einfach mal. Genau. Was soll ich ihm sagen? Genau, ich bin... okay, ich habe meinen Führerschein verloren. Du hast deinen Führerschein verloren. Im Raum und er muss dir jetzt schummeln helfen. Also, genau. Jetzt mal, oh Gott. Du musst dir bildlich vorstellen, bildlich den Raum. Bildlich. Jetzt hebt er nicht ab. Einmal brauche ich was von dem, jetzt hebt er nicht ab. Wir haben ja vorher gesagt, das ist eine Sprachnachricht. Martin? Ja, ich Hallo. Bin nur immer im Chat. Der heißt, bitte, ich brauche dringend deine Hilfe, Martin. Du bist der Einzige, der mir einfällt, der mir helfen kann. Okay, pass auf, ich hab meinen Führerschein verloren, ja, und jetzt sitze ich da und irgendwie, die glauben mir nicht, dass ich den Führerschein gemacht habe, und jetzt stellen sie mir die Uhr Fragen, und ich bin aber jetzt allein in dem Raum, ja, und jetzt fragen sie mich zum Beispiel, wo ist das Pannendreieck? Das ist im Handschuhfach, oder? Nein, hinten eigentlich, normalerweise im Kofferraum. Okay, Kofferraum, und wo... Ach, warum fragen die das? Was? Wer? Okay, was, das was Fernlicht ist das Grüne, oder? Das Fernlicht ist das Grüne, oder? Oder welches ist das Grüne? Fernlicht ist grün, normales Licht ist blau, oder? Das Fernlicht ist blau. Aber ich bin die ganze Zeit jetzt jahrelang mit blau gefahren. Wo bist du, bei der Polizei, oder was? Ja, ich bin bei der Polizei. Du, und sag mal, wie heißt das, Unfallkasten, oder wie heißt das? Verbandszeug. Verbandszeug. Ja, Verbandszeug. Wo ist das, bitte? Das ist unterm... im Kofferraum sein. Nein, das ist unterm Sitz, oder? Das ist doch unterm Sitz. Das kann jeder woanders hingeben, das ist ja wurscht. Aber warum fragen Sie mich das? Das verstehe ich nicht. Du, und sage mal noch eine Frage. Was ist die Promillgrenze? Ist 1, oder? 1 Promille. Bitte, was ist? Die Promillgrenze ist 1, oder? Nein, es ist 0,5. Nein, du irrst dich. Ich glaube, es ist 1. Nein, es ist 0,5. Ich glaube wirklich, 0,5. Es ist 1. Nein, es ist 0,5. Bist du dir sicher? Ja. Ja, und was ist, wie haben Sie mich aufgehalten mit 1,5? Ist das jetzt zu viel, oder was? Was, mit 1,5 haben Sie sich aufgehalten? Ja, aber ich dachte, es ist 1, geht noch, und 1,5 ist auch okay 0,5. Noch. 0,5. Scheiße. 0,5. Na, was, kannst du nicht anrufen für mich? Ich muss dran. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich gebe den Führerschein her. Aber er kann einen Polizisten spielen. Aber du kannst einen Polizisten spielen, oder? Wo bist du? Darfst du auflösen? Ich bin bei echt jetzt. Du verarschst mich. Da kommst du jetzt drauf. Hast du den lang gebraucht, Schatzi? Ich glaube nicht alles. Das ist so, wie du saufst. Martin, du bist auf Sendung, gell? Ich habe mir sofort geglaubt, 1,5 Promille, das ist eh klar. Was sonst? Ich bin bei echt jetzt bei der Sasa, Krone TV. Und das war meine Challenge, dass ich dich anrufe. Ganz liebe Grüße. Liebe Grüße zurück. Super. Bin ich aufgeladelt, oder was? Nein, ich bin aufgeladelt. Sag ihr, ihren lieben Freund, den gibt es nicht mehr. Oh! Sasa, hast du es gehört? Deinen lieben Freund, den gibt es nicht mehr. Ich mach's wieder gut. Sie macht's gut, ja? Sie kocht dir was. Ja, sie macht's gut. Sehr gut. Dankeschön. Viel Spaß beim Kurs. Viel Spaß beim Kurs. Du, alles Liebe, danke fürs Abheben, gell? Bussi. Baba. Großartig gemeistert. Das war ein Wahnsinn. Das war wirklich. Also, und überhaupt nicht überrascht bei 1,5. Aber das mit dem Fernlicht. Ich fahr schon das ganze Jahr mit Blau herum. Wirklich großes Kino, super gemacht. Nochmal Applaus für dich. Ja. Aber ja, warum machen wir das überhaupt? Wir wollen natürlich die Zuschauer bei Laune halten. Und Ähnliches versucht übrigens auch gerade die katholische Kirche. Das Zählen ihrer Schäfchen, wie soll ich sagen, das bereitet ihnen langsam schlaflose Nächte. Sind Sie bereit für ein kleines Rätsel? Wer bin ich? Ich bin alt. Ich habe einen weißen Bart. Ich bin ein Mann. Ich bin... Nein, nicht Santa Claus. Ich bin Gott. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Ja, glaubt man großen antiken Kunstwerken, war Gott ein alter, weißer Mann. Are you the Lord?
Well, to you I am. Doch damit haben einige seiner Schäfchen ein Problem. Er. Was, wenn Gott eine Frau wäre? Patriarchy is our judge! Gendern ist ja mitten in unserer Gesellschaft angekommen und macht auch vor den Toren einer großen Weltkirche nicht Halt. Ein deutscher katholischer Verband junger Menschen will Gott künftig möglicherweise mit Gender-Sternchen schreiben oder mit Gender-Kreuzchen. Immer mehr Gläubige seien von der Vorstellung eines männlich-patriarchalen weißen Gottesbildes befremdet und würden das auch laut sagen, meint der Verband. Geht das schon zu weit? Oder ist das ein richtiger Weg? Und was gendern wir bitte als nächstes? Does this better suit your expectations? Stefan. Wahnsinn, ja. Also für mich war das immer klar, also dass Gott männlich ist. Weil da gibt es so in der Kirche gibt es so Gebete, da heißt immer, Gott ist heilig, du bist der Quell der Heiligkeiten. Da habe ich den Pfarrer mal als kleiner Bub schon gefragt, warum heißt das der Quell? Und er hat gesagt, ja, Gott ist ein Mann und die Quelle wäre ja weiblich. Und ich habe dann immer gedacht, wenn man es eh weglässt und dann der dazu sagt, dann passt, also Gott ist der Sonn oder Gott ist der Lieb, ja, oder so. Also, ja, also das war für mich eher immer klar. Aber mittlerweile, ja, ist das natürlich auch bei mir angekommen, dass Gott kein alter Mann mit weißem Bart ist. Ja. Was hältst du davon? Soll man Gott gendern? Ich denke mal, wichtig ist, dass man das Gottesbild auf jeden Fall gendert. Ja? Also, dass man nicht davon ausgeht, dass dieses... Aber dann haben wir Conchita. Ich habe mir das schon oft gedacht, also wenn du heute mit einem durchschnittlichen Volksschüler in eine Kirche hineingehst, kann dann wirklich passieren, dass der bei der ersten Jesus-Statue sagt, schau, Conchita Wurst. Also das könnte passieren. Ich habe so Verwandtschaftsgefühle übrigens mit Conchita Wurst, wirklich. Rasierst du dich auch nicht? Ich glaube, also, wenn ich jetzt im Dschungelcamp wäre und ja? Ich hätte 7 Tage keinen Rasierer, dann... Wird schon hinkommen zu Conchita Wurst. Aber jetzt im Ernst, also ich finde das jetzt eigentlich, dass Gott eine Frau, also dass das gegendert wird oder so, weil angeblich, ich meine, ich bin jetzt keine Expertin, aber was ich in Erinnerung habe, schuf ja Gott die Welt am 7. Tag, oder? Da ruht er. An 6 Tagen hat er, also jetzt nach dieser biblischen Erzählung, hat er es an 6 Tagen erschaffen und am 7. Tag geruht. Aber nach seinem Ebenbild? Genau, wird der Mensch erschaffen und zwar als Mann und Frau. Also der Mensch ist erst ein Mensch, wenn Mann nur und Frau aus der Rippe vom Adam ist die Frau erschaffen worden. So hast du es richtig. Aber das ist schon die Erzählung. Am 7. Tag, oder? Am 6. Tag sind am die Menschen erschaffen. Tag. Okay, genau. Jetzt sage ich dir was. Wenn ihr das macht. Könnt ihr mir helfen? Ich bin jetzt gerade ganz unsympathisch rübergekommen. Lass mal eine Hoferkassiererin ran. Ja? Die macht das in 2 Stunden. Also vielleicht sind das die Göttinnen. Aber was mich total irritiert hat in diesem Einspieler, die da protestiert haben in diesen schwarzen Gewändern, das hat für mich eher so ausgeschaut, wie wenn die Wehner aus der Hölle angehen würden. Also für mich hat das überhaupt nichts mit dem oder der da oben zu tun gehabt. So, jetzt sind wir wieder sexistisch. Gott, der Gute, ist männlich und die Teufelin ist natürlich der Satan. Ja, aber der ist halt der Satan. Sie sind eigentlich beide... Stimmt. Ja. Das was ist ein heikles Thema. Was ich nicht sagen möchte, das sage ich gleich, ich möchte nicht Grüß Göttin sagen. Mit welchem Lächeln du sagst. Bis man sie umstellt hat, Grüß Göttin. Grüß Göttin. Aber das da würde ich sagen, du kannst mich auch mit Sasa ansprechen. Was sagst du dazu? Ja, ich finde das ein heikles Thema und ich habe mich gerade extrem unsympathisch gemacht, weil ich so gemeint habe, dass die Frauen ja nur aus der Rippe von uns Männern entstanden ist. Also so ein Nebenprodukt. Das haben wir ignoriert, das haben wir nicht mal ernst genommen. Ich habe es nicht einmal gehört. Ich glaube, das Sicherste, was man aus dieser Geschichte... Ich entschuldige mich dafür, das war nur Spaß. Der Mann erschaffen wird und dann die Frau aus der Rippe des Mannes, das, was man dann sicher über so eine Geschichte sagen kann, sie ist wahrscheinlich von einem Mann geschrieben worden. Also das ist ja schon einmal eine Erkenntnis, die man dann hat. Und da gibt es auch so einen Spruch, also bei Künstlern ist es ja so, die haben meistens so eine Rohfassung, bis das richtige Kunstwerk kommt. Also vielleicht war auch der Mann nur das Versuchsmodell und dann kam der perfekte Mensch, die Frau. Die Göttin. Und damit Punkt. Wir kommen zum nächsten Thema. Nein, Spaß. Kurze Frage noch, gendert ihr eigentlich schon? Ja. Im Schreiben oder auch im Sprachgebrauch? Ich weiß nicht, ich schreibe überhaupt nichts mehr. Also ich meine, ich schreibe jetzt ein Programm und da weiß ich nicht. Also schon, ja, natürlich. Aber was schreibt man denn heutzutage noch? E-Mails? Also ich schreibe ganz selten. Weihnachtskarten? WhatsApps. Ja, aber WhatsApps. Sie schickt immer nur Sprachnachrichten, ich weiß. Ach so. Ja, ich spreche lieber, als dass ich schreibe. Aber ja, natürlich gender ich. Ich meine, ich glaube, bei allem Witz und alles, ich glaube schon, dass einfach
die Sprache, wie soll ich sagen, Realität schafft. Mhm. Und also wenn in der Realität immer nur die männliche Seite quasi Platz hat, dann tut das, glaube ich, schon was mit unser aller Realität. Also ich finde es schon wichtig zu gendern. Und ob ich jetzt die Österreicherinnen und Österreicher sage oder nur die Österreicher, ich meine, das macht mir jetzt nichts in diesen... Wir könnten kurz die Bundeshymne ansprechen. Ja. Ja. Und ich habe dann auch noch ein Beispiel. Bundeshymne, was sagst du? Finde ich scheiße. Also okay, warum? Wieso? Wegen der Rippe, gell? Na, wir sind da, wir sind da interfamiliär Benjamin konform. Karl war nie wieder gesehen nach der Sendung. Wir sind interfamiliär konform. Auch meine Frau findet das schlecht. Meine kleine Tochter hat jetzt gerade die Bundeshymne zum Nationalfeiertag auswendig lernen müssen und wir wollten die vom Gavalier, weil sie cool war, weil halt das so cool, aber wir haben es dann nicht genommen, weil es eben nicht gegendert ist. Die Frage ist das so, also du sagst so, es macht schon was mit euch oder es macht was mit es uns. Es macht was mit der Realität. Ja. Sprache ist Realität. Hm. Es ist nun mal so. Und man könnte ruhig in einer Bundeshymne auch darauf hinweisen, dass es eben auch ein paar große Töchter gegeben hat, neben ein paar großen Söhnen. Ja, also da bin ich jetzt schon dafür. Ich denke mir immer nur, wichtig ist beim Gendern, dass man sich die Zeit nimmt, zum Beispiel, dass man sagt Schülerinnen und Schüler, weil neu ist jetzt, dass man sagt SchülerInnen. Ja. Ja, also so gendern jetzt die Leute, und was du denkst, was ist mit den Schülern außen oder was ist los? Ja, also, das nervt mich, aber so, wenn es heißt Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Wieso, es ist ja SchülerInnen. Ja, ja, also das Richtige, aber dieses auch. Moderne Gen ist jetzt, ja, also die MitarbeiterInnen. Ja, da habe ich ein gutes Beispiel. Sehr witzig, weil wir gerade gesprochen haben, Realität, also für die Stadt Wien ist Realität, dass Schafe gegendert werden müssen. Die hatten diese Woche Schafe. Die hatten diese Woche eine Aussendung. Schafe. Und da wurden die Schafe wurden ja diese Woche von der Donauinsel wieder in ihr Winterquartier gebracht. Die werden immer im Sommer hingebracht, damit sie so diese Inseln da mähen quasi. Ja? Nee. So, und dann hatten sie eine Aussendung, ich kurz, dass die Schafe... Ich unterbrechen. Unsere, kurz muss ich die unterbrechen. Wie heißen... habe ich leider vergessen. Wunderbar, dann mache ich weiter. So, und diese Aussendung hieß, dass sie ihre Schafe als MitarbeiterInnen schätzen. Also, Entschuldigung. Wie heißt der Bauer, der seine Schafe schlägt? Wie heißt der Bauer, der seine Schafe und innen schlägt? Mähdrescher. Entschuldigung, Lieblingswitz von meiner Frau. So schlecht, Ingo. Jetzt haben wir wieder ein gewisses Niveau in das Gender. Ja, also wunderbar, Schafe werden gegendert. Das ist aber schon... Was ist das weibliche Schaf? Aber auch, die Schafe das ist ein Schaf und sonst gibt es noch den Widder. Aber was ist das weibliche Schaf? Was ist das? Die Ziege? Nein. Ziege und Widder. Das muss, schau, das ist deine Frage. Jetzt komm, jetzt das Schaf sind beide und sonst ist es der Schaf oder die Schaf. Der? Nein. Nur Spaß. Und alles so. What? Die Schafe ist was anderes. Also ich finde es viel bedenkenswerter, dass die das mit Mitarbeitern gleichstellen. Ich meine, die stellen da die Schafe auf die Weide und sagen, das sind unsere Mitarbeiter ohne innen. Bezahlung, ohne Versicherung. MitarbeiterInnen. MitarbeiterInnen. Ich will nur zum Schluss noch sagen, also... Ja. Ich lebe mit drei Frauen zusammen. Ja. Und das Wichtige, glaube ich, dabei ist, dass man einfach die Frauen schätzt. Egal, ob man er, sie gendert oder nicht. Einfach, es geht um Wertschätzung. Das und, stimmt, ja. Ja. Das wollte ich jetzt noch sagen. Ich wollte mich nur retten, weil ich so scheiße wegen Bundeshymne und so. Kurz einen Rettungsschwung einlegen. So. Das ist ein Einser, trotzdem. Also, und ich muss in die Bresche springen. Wir waren zufälligerweise im selben Hotel, zur selben Zeit im Urlaub. Er ist ein fantastischer Papa, der sich irrsinnig lieb mit deiner älteren Tochter auch beschäftigt. Ja. Der Kleine war nur happy, dass er einen Pool gibt. Nein, der war happy, dass er einen Pool ist, der hat gar nicht viel braucht. Und du bist ein tolles Vorbild, also nur, dass du nicht zu schlecht wegkommst. Das ist sehr lieb, danke sehr. Ich hoffe, das haben alle Hörer gehört. Und sehr alle Söhne und Töchter. Söhne und Töchter haben alle gehört. Also ich glaube, Benni braucht eine kurze Verschnaufpause. Der muss sich jetzt von diesem Schocker holen, dass er eigentlich hier ein bisschen... Abgekackt hat, nicht das Feministin. Das ist schon gewohnt. Himmel, Herrgott. Aber wir sehen uns gleich wieder mit einem Sportverein, der sich der Sünde verschrieben hat. Auch spannend.
Willkommen zurück bei Echt Jetzt. Willkommen zurück im Studio. Man sagt ja, jeder ist käuflich. Ich frage mich immer, aber zu welcher Summe und vor allem von wem? Denn nicht bei jedem endet das so romantisch wie bei Demi Moore und Robert Redford. Sex sells. Das ist das älteste Werbegesetz der Welt. Wieso das Erfolgsrezept also nicht auch im Sport anwenden? Es geht um Sixpacks, stramme Wadeln und runde Bälle. Der Amateurfußballclub Washington Square hat einen neuen Sponsor gesucht und gefunden. RedTube is sponsoring clothes. With Amateur Football Club Washington Square FC donning the logo. An einem betrunkenen Abend haben wir überlegt, wie wir einen Sponsor aufreißen können. Ja, im Aufreißen scheinen die Fußballer sehr erfolgreich zu sein. Sie schrieben also an die Porno-Plattform RedTube und die war begeistert. Neuer Sponsor, neues Glück. I mean, if your Kickstarter fund isn't working, maybe you gotta call up RedTube. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wichtig ist Geld, um euren Job zu verwirklichen? Und bei welchem eher ungewöhnlichen Sponsor würdet ihr nochmal beide Augen zudrücken, wenn die Kohle stimmt? Und was geht gar nicht? Du, Benny, wir haben ja vorhin der Maske geredet, dass... Welcher Boxer hat nochmal 75 Millionen von einem der McGregor? Ja, Conor McGregor. Conor McGregor. Der ist aber so ein UFC oder wie so, ja. Oder Mixed Martial Arts Boxer, Kämpfer. Hat ja 75 Millionen bekommen für einen Kampf. Würdest du für 75 Millionen RedTube oder Pornhub als Helmsponsor annehmen? Warum nicht? Also Sie haben jetzt die Gelegenheit, Head-Sponsor von Benjamin Kahl zu werden. Man kann ja immer wieder, es passiert ja so, wir waren ja schon einmal viel, viel unentspannter, was das betrifft, und wir werden ja immer entspannter. Warum soll man nicht einmal offen drüber reden? Der Red Bull dort. Ich meine, also wenn es Red Bull ist. 75 Millionen. Ja, ich würde auch. Ich glaube, da würde ich sogar in der Bildungsdirektion anrufen, ob wir mal Ausnahme machen dürfen. Bei 75 Millionen, glaube ich, da wird auch einmal die Schule schwach werden, ob man nicht vielleicht doch einmal kleine Ausnahme macht im Sponsoring. Zumindest für die Oberstufe. Ja, genau. Stimmt eigentlich. Ja. Sexualunterricht, Sponsor. Und dann denke ich mal, man sollte ja sowieso nicht immer so, na, die sind so böse oder böse. Firma und da will ich kein Geld, sondern ich denke mir gerade, wenn man von einer bösen Firma dann das Geld kriegt und selber gut ist, ist das ja eigentlich ein schöner Wechsel. Warum ist Sex also, jetzt böse? Nein, eh nicht. Also Sex ist, also... Vor allem YouPorn, die sind total tatsächlich nützlich auch. Weil ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, die haben... Im Lockdown. Hast du das gehört? Nein, aber ich kann es mir vorstellen. Ja, die haben im Lockdown weltweit die Premium-Mitgliedschaft freigeschalten, um einem einfach die langen wie langweiligen Tage zu Hause abzugraden. Das Problem war halt nur, meistenorts, man konnte keinen einzigen schauen, weil man einfach die Kinder nicht aus dem Haus gekriegt hat. Aber, ist das, ja. Aber es war schon ein netter Gedanke, ja. Finde ich, von denen. Urhuman und empathisch fand ich das eigentlich. Ja, aber ich brauche kein 1,5-Stunden-Video. Nein, aber es sind neue Kinder entstanden. Die Kinder hat man nicht aus dem Haus gebracht, aber es sind neue Kinder entstanden. Deswegen, man konnte sich seine Therapie nicht mehr bezahlen. Also danke. Ja, danke, YouPorn. Dass wir ans Pensionssystem gehen. Ja, aber Sport ist Sport. Ich meine, wieder Sportverein von einer Seite, sie haben es ja ganz schön im Einspieler als Erwachsenenseite bezeichnet, gesponsert. Und auf dieser Seite sieht man ja auch Sport. Ja, Matratzensport. Eben. Ja. Also ich aber Playboy zum Beispiel ist schon seit Jahrzehnten Sponsor von allen möglichen. Gibt es die noch? Playboy? Ja. Du hast dann Kontakt dorthin. Sag ich, gibt eine Kabarettistin in Österreich. Die ist auf die der Suche nach einem Stafier. Nachdem die Konditorei abgesagt hat und das Clubschiff und die Staatsoper. Aha. Nein, Scherz. Aber mein Sponsor ist tatsächlich jetzt, also ich arbeite jetzt mit der Konditorei zusammen. Mhm.
Das sind jetzt keine 75 Millionen dahinter. Aber du hast angesprochen, mein neues Programm heißt Arbeitslos. Ja. Und die Geschichte ist, dass ich eben als Kabarettistin jetzt arbeitslos bin, nach dieser Krise und vom AMS in die AIDA am Stephansplatz vermittelt werde, als Servierkraft. Und also die AIDA spielt diese lustigen T-Shirts. Genau, und ich habe morgens Fotos. Was war da, Buntschnittchen oder... Ich habe mir heute Buntschgrapferl, Cremeschnitte und dann gibt es ein T-Shirt. Ja, T-Shirts, da stand bei der Verkäuferin Cremeschnitte oder genau. Buntschgrapferl. Genau, das ist ein weißes T-Shirt und auf einem, und ich glaube, das werde ich anziehen, mein Fotoshooting steht, I love AIDA. Ah, das passt. Und das ziehst du dann selber an? Ja. Schön. Das ist die Ironie des Schicksals. Ah. Das ist schöne Botschaft. Du, ja, es ist so bescheiden auch. Hast du im Vertrag... Du hast natürlich Grund dazu, also es wird jeder verstehen. Ja. Hast du im Vertrag stehen, dass du so innerhalb von 6 Monaten 30 Kilo zunehmen musst oder so? Das wäre ja eine schlechte Werbung. Nein, die haben gesagt, ich muss abnehmen. Na warum, wenn sie so gut ist? Das stimmt auch. Mhm. Nina, du arbeitest für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Dürftest du ein Red-Tube-Sponsoring annehmen? Es ist bei uns tatsächlich so, ich bin selbstständig beim ORF, ja, aber wir müssen uns schon Aufträge absegnen lassen. Und es darf nichts Anrüchiges sein, es darf eigentlich kein Alkohol sein, es dürften jetzt keine Zigaretten sein. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nur zur Deko. Ja, außerdem ist es Apfelsaft. Ja. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie diese erwachsenen Seiten mir genehmigen würden, aber was mir schon passiert, und wahrscheinlich geht es euch genauso, ich kriege Anfragen in Social Media für Unterwäsche, Socken. Also ich könnte wirklich jetzt, so wie ich rausgehe, mein Outfit verkaufen, aber es muss getragen sein. Aha. Und die würden dafür zahlen. Das ist auch Hast du noch nie so eine Anfrage gekriegt? Ich bin jetzt total enttäuscht. Ich bin mir sicher, dass ihr das meint. Du meinst eine Anfrage von Privatpersonen? Ja. Also ich dachte von Sockenbetreibern. Die wollen, dass du ihre Socken bewirbst. Aber du meinst, da sitzt irgendein Herbert. Wie kommen wir an Geld? Ja? Also, ich kann Schuhe. Bei mir war immer nur die Anfrage von getragenen High Heels. Die sind draufgegangen. Ja, bis da habe ich auch eine bekommen. Getragene High Heels. Ja. Mein Freund hat gesagt: Na, verkaufst. Ja. Ist das sicher nicht. Also, du machst ja Geld. Stell dir vor, verkaufst jedes Monat fünf Paar Schuhe. Und, ja, aber das Grausliche ist ja die Vorstellung: Was macht er dann mit meinen getragenen Schuhen? Ich sage da jetzt was anderes. Das ist ja schnell Geld. Aber ganz ehrlich, das Kopfkino. Kino geht weiter. Aber ich habe ein ganz anderes Kopfkino, nämlich meine Lieblings-Porno-Darstellerin schaut genauso aus wie du und ich habe mir bis jetzt gedacht, du warst es immer. Okay. Jetzt bin ich ja in der Ausstellung. Wer hat diesen Gast eingeladen? Aber ja, doch, den kann man bringen, glaube ich. Also ihr seid als Religionslehrer, aber insgesamt... Also das war dieselbe Darstellerin, oder wie das? Aber Benjamin, ich arbeite doch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, was du so schwarz nebenbei machst, weiß ja keiner. Ja, das so, ja, okay, es geht sich nicht aus, sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Aber er hat eine Lieblingspornodarstellerin, das alleine. Ja. Du, ich umgekehrt. Er hat sie mehrere angeschaut und dann eine zur Favoritin. Ja, weil er eine treue Seele ist. Ja, so ist es. Ihr seid wie lange verheiratet? 11 Jahre? Er hat gesagt, er hat 3 Frauen im Leben. Weg und dann, ja. Bleibt können, wir jetzt vom, können wir jetzt zum nächsten Thema wechseln? Ja, wir kommen nämlich zum folgenden Thema. Und das hat mich interessiert beim Sport. Deswegen habe ich das Thema übrigens eigentlich ausgewählt. Ich wollte mit dir über Sportsponsoren reden, aber irgendwie ist das weggedichtet. Ja, komisch. Sag mal, Benni, inwiefern habt ihr Mitspracherecht, was eure Sponsoren auf der Kleidung betrifft? Also zum Beispiel jetzt, wenn du Rennen fährst, da sind ja mehrere Sponsoren um, darfst du sagen, nö, den mag ich nicht? Die Kleinen, darf ich sagen, vermutlich dürfte ich es sagen, aber wir sind nicht frei. Also der Verband ist geregelt, dass der gibt das nicht frei. Das heißt, der ist verantwortlich für die Sponsoren am Gewand. Wir dürfen nur am Snowboard und auf der Stirn oder am Kopf einen Sponsor haben. Hätte das Konsequenzen? Und wir dürfen keinen Alkohol haben. Ja. Und wie es mit Pornoseiten ausschaut, da werde ich noch nachfragen. Wenn sie genug Geld bieten, könnte das auch gehen. Hat mich persönlich interessiert, weil da gab es ja mal mit Anna Veit ein paar Problemchen. Genau. Mit Mercedes, oder? Ja, mit Mercedes. Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, es gibt ja natürlich ein Konkurrenzverbot, wie überall anders auch. Das heißt, Firmen, die den ÖSV unterstützen, sind vom Konkurrenzverbot eingenommen. Und wir dürfen, wenn A1 zum Beispiel Sponsor ist, nicht T-Mobile nehmen als Privatsponsor oder bei Audi Mercedes oder bei YouPorn, Pornhub oder so, das geht einfach nicht. Also so Burn oder Monster wäre jetzt genau deins. Er kommt immer auf Pornos zurück. Schön. Jetzt habe ich das auch. Immer auf Pornos zurück. Ich habe versucht zu retten, aber... Danke.
Gut, also Burn und Monster schließen wir mal bei dir aus. Jetzt weiß ich zumindest das, bin ich auch wieder gescheiter geworden. Aber was wollen wir noch alles wissen? Ich will eigentlich sehr viel von euch wissen. Das Problem ist nur, Facebook, Google und Co. wissen viel mehr. Und ja, so weit werde ich leider nie kommen. Sie sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Unsere Daten. Und damit meine ich nicht, wann Onkel Herbert Geburtstag und Tante Bertha Namenstag hat. Ist auch wichtig, aber nicht ganz so wertvoll. Gemeint sind deine Persönlichkeitsdaten. Wie du heißt, wer du bist, was du magst und vor allem, was du gerne kaufst. Auch dann, wenn du es noch gar nicht weißt. Klingt creepy, ist es auch. Für Google, Facebook, Netflix, Amazon und Co. sind sie die Sonne, um die sich alles dreht. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now, to put it lightly. Und wenn man genau hinschaut, kann einem ganz schön schwindelig werden. I requested all of the data that Amazon has on me and here's what I found. Das hat eine TikTokerin gemacht und bei Amazon um ihre Daten gebeten. Bekommen hat sie einen zigtausenden Files schweren Datensatz. Allein über 3000 Audio-Files von Befehlen, die sie den Geräten gibt. Dazu ihre gesamte Kontaktliste und ihr exakter Standort. Amazon hat all diese Daten gespeichert und auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Und das ganz ohne Hausdurchsuchungsbefehl der WKStA. Die Enthüllerin beschäftigt sich auf TikTok übrigens generell mit Privatsphäre und Datenschutz. Was die dringende Frage aufwirft, warum genau so jemand ihr ganzes Haus mit Amazon-Produkten vollstopft und dann auf TikTok drüber redet. Naja, man muss nicht alles wissen, das macht eh schon Google. Porno, ringtone, hot chick, amateur girl, quality, no, sexy. No, 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 no. Pussy, anal, dildo, ringtone. Alexa, stop! Und was ist die Alternative? Um all den Datensaugern zu entkommen, müsste man wohl aller Technik entsagen und hier einziehen. Aber was tun, wenn man doch in der Zivilisation bleiben möchte? Was tut ihr, um eure privaten Informationen zu schützen? Oder habt ihr den Kampf um eure Daten schon aufgegeben? Schon lang. Alles schon wurscht. Schwager, der kennt sich relativ gut aus, der arbeitet in dem Thema. Mhm. Und wir haben, da war doch wie die Alexa herausgekommen ist, das war doch so Aufregung, oder? Die hört mit, die weiß jetzt alles, was wir sagen, die nimmt alles auf und so weiter. Und er ist fast aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil er hat gesagt, das macht das Handy eh schon seit 10 Jahren. Glaube ich sofort. Hast du Angst um deine Daten? Ich denke mal, sobald man sich ein Smartphone einsteckt, muss man damit leben, dass man einigermaßen durchsichtig wird. Und es ist ja oft auch eben so erschreckend, weiß nicht, man redet oder ich rede mit meiner Frau, sage, unser Hund liegt ein bisschen hart, ja, und einen Tag später kriegst du orthopädische Hundebetten angeboten, ja, und du denkst, wow, wie gibt's das jetzt? Aber ja. Zufälle gibt es nicht mehr. Ja, wahrscheinlich, wenn man so richtig in Privatsphäre will, diese Insel oder irgendwo im Wald ein tiefes Loch graben und dann dort sein. Also ich glaube, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, jetzt seine Privatsphäre wirklich zu schützen. Ich kann mich auch erinnern, ich habe mal mit einer Freundin gewhatsappt, ob wir nicht nach Disneyland fliegen wollen. Und am nächsten Tag kam per E-Mail ein Disneyland-Angebot. Ja. Also fand ich auch sehr spannend. Kennt ihr das auch, dass ihr etwas über etwas sprecht oder etwas schreibt und schon ist die Werbung da? Bei mir, ich habe es auch aufgegeben, aber meine Daten sind wirklich so uninteressant. Die können es haben, bitte gerne. Also bei mir ist ja auch so, dass der Saugroboter, der Staubsauger, Daten sendet. Ich kenne schon Daten ja, von dir, interessiert, die, ja, die sensibel sind. Sensiblen Staubsauger-Daten kennst du. Ich meine doch komplett egal, wann ich den Staubsauger aktiviere. Viel Spaß mit diesen Daten. Genau dasselbe mit meine Küchenmaschine läuft ja über WLAN und ist da irgendwie connected. Ja, super, habe ich gestern wieder Kartoffelsuppen gekocht. Also wirklich, habt meine Daten, es passiert nichts Sensibles. Und wenn sensible Gespräche oder Taten stattfinden, dann ist da kein iPhone in der Nähe. Ja, das können wir in 3 Tagen überprüfen, wenn wir uns alle anrufen und sagen, haben wir irgendwelche
Porno-Angebote aufs Handy bekommen, dann wissen wir, die hören tatsächlich mit. Porno-Angebote. Angebote. Wie wenn das ein Prospekt wäre. Wollen Sie in einem Porno mitspielen? Aber wie wir seit kurzem wissen, ist es wichtig, sensible SMS und WhatsApp zu löschen. Ne? Das ist wichtig. Ja. Na, löschen bringt da nichts. Nicht schreiben. Nicht schreiben. Löschen. Nicht schreiben. Bringt nichts. Ja. Nicht schreiben oder zumindest, also was ich mir ja gefragt habe, guter Einwurf von dir, warum schreiben die das über WhatsApp? Also das ist ja unsere Staatsspitze. Haben die nicht irgendwie gesicherte Server und ein gesichertes Chatprogramm? Aber da haben sie wahrscheinlich gedacht, da schaut dann wer wirklich genau drauf, wenn es so gesichert ist. Machen wir es über WhatsApp, tut das jedem wurscht und dann, ja. Aber waren das nicht zu so Zeiten, wo das Thema noch nicht so groß war? Also ich glaube, jetzt waren die letzten 3-4 Jahre... Also ich finde es auch sehr, also ich finde es tatsächlich, mich hat das erschreckt, wie das rausgekommen ist. Natürlich die Sache an sich und diese ganzen Chats. Aber was mich fast wirklich noch mehr erschreckt hat, wie dumm muss man sein, dass man glaubt, also das mache sogar ich, wenn es irgendwelche heiklen Sachen sind, dann rufe ich an oder ich weiß nicht, bespreche ich das persönlich, aber ich würde niemals etwas auch nur ein bisschen, irgendwas ich nicht möchte, dass irgendwer anderer weiß, per WhatsApp schicken. Und ich meine, ich bin jetzt nicht die Startspitze. Und man nutzt viel zu wenig Brieftauben. Naja, ich meine, vom Selbstbild her schon, ja, aber... Rauchzeichen. Du wärst aber die hübscheste Politikerin. Oder Politiker. Ja gut, ich habe mir gedacht, du sagst jetzt, hübschester Pornostar, ja, nachdem du gesagt hast, sie schaut jemandem ähnlich. Politikerin ist auch nicht so schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Achso, ja, okay. Aber Porno, ich habe trotzdem als Kompliment gemeint. Ist schwerer, das glaube ich. Mir ist übrigens umgekehrt, wenn mir jemand sagt, du weißt nicht, passiert mir oft, der hat die wahrscheinlich eh auch so, wenn Leute so sagen, ich kenne dich von irgendwoher. Das ist so... Von irgendwoher kenne ich dich. Dann sage ich immer drauf, naja, du schaust einfach zu viel Pornos. Genau umgekehrt. Vor allem, wie du das zu ihm sagst. Er hat zu dir gesagt, er kennt dich vom Porno. Ist jetzt nichts, was ich unmittelbar umsetzen kann. Aber glaube ich auch nicht. Wir haben was war denn eigentlich jetzt das Thema? Ja. Das Thema war unsere Daten. Mir ist zum Beispiel mal passiert, mit dem Handys abhören, das glaube ich sofort. Ich habe einer Freundin erzählt von einem Wollmantel, den ich mir gerade gekauft habe. Den habe ich übrigens mit Bargeld gekauft. Von dem Geschäft, wo ich ihn gekauft habe. Und nach 2 Stunden hatte ich die Werbung von diesem Wollmantel. Und das war aber ein Geschäft, das viele Marken führt. Und genau diesen Wollmantel habe ich als Werbung ausgespielt bekommen, 2 Stunden später. Das macht mich ein bisschen kirre, auch wenn ich das nicht... Also aber das ist, macht ja keinen Sinn. Warum sollen sie das bei dir nochmal bewerben? Genau diesen, du hast ihn ja schon. Ich glaube, da geht es nur um Schlagworte. Bitte? Hast du ein Foto davon geschickt? Nein, ja, es ist eher so, sie schicken ja diese Werbung nur, wenn du die letzte Kaufentscheidung noch nicht getroffen hast. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwas suchst, aber nicht kaufst, dann erinnern sie dir am nächsten Tag nochmal und so. Ich finde es ja super eigentlich, dass man so personalisierte Werbeanzeigen kriegt, praktisch. Oder? Ist das nicht praktisch? Ja, man wird so aber total verdummt und vertrottelt, aber es ist lass irgendwie mich raten, nett. Bei dir sind drinnen blonde Pornodarstellerinnen, die dir Geld abknöpfen wollen per E-Mail. Weißt du, ich habe 1 Million Euro gewonnen und so. Und das zweite wir wahrscheinlich, können. Snowboards werden dir vorgeschlagen, Boots. Winterurlaub. Die gibt's nicht zum Kaufen. Winterurlaub wird dir vorgeschlagen. Aber es ist so mit den Vorschlägen, ja. Sie kommen, wie man es spricht, so morgen. Also wir wollen morgen alle zugespammt werden von einem Thema, das wir alle wissen. Über das wir jetzt wirklich aufhören zu reden. Ja, aufhören. Stefan, glaubst du, ist das den Jungen bewusst, dass die alle ihre Daten eigentlich und selbst wenn man ihnen sagt, dass es so ist, weil also das ist ja in jedem Unterrichtsfach irgendwo, ja, und es wird immer gesagt, pass auf, aber im Endeffekt, ja, ist dann die Versuchung und der Reiz so stark, dass, ja, dass da immer dann das Unvernünftige wieder durchkommt und siegt. Das Unvernünftige, wie in dieser Sendung. Also ich bin immer erstaunt, was die Promis eigentlich so alles erzählen. Ich bin auch eigentlich schon fix und fertig. Wir haben 1 Stunde. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Und in diesem Sinne kann ich nur sagen, danke für eure Offenheit, für all die Geheimnisse, die ich über euch jetzt weiß, die ich nie erhofft habe, dass ich sie jemals wissen könnte. Und nächste Woche geht es genauso weiter mit einer neuen prominenten Runde mit 4 Spielen. Entschuldigung, mit 4 Shots und einem Spiel, aber auch 4 Prominenten. So. Ich schwör's, ich habe keinen getrunken. Können wir jetzt Wahrheit oder Pflicht weiterspielen? Ja. Flaschen drehen.